Hallo bei TechStage. Ich habe heute wieder ein neues Moto Mod für euch, eine Erweiterung für die aktuellen Motorola Smartphones wie das Moto Z und das Z Play. Was ich hier habe, ist das JBL Sound Boost. Das hat unter anderem Lautsprecher und einen kleinen Standfuß. Und was das sonst noch so alles kann, das seht ihr jetzt. Was mir am besten bei den Moto Mods gefällt, ist, wie man sie mit dem Smartphone verbindet. Ein Magnet hält das Mod an Ort und Stelle und Kupferkontakte auf der Rückseite stellen die elektrische Verbindung her. Ich muss also wirklich nur andocken, es vibriert und Plug and Play geht der Sound sofort. Läuft nicht mehr über den integrierten Lautsprecher des Moto Z, sondern über die beiden 30 Watt Stereo Lautsprecher auf der Rückseite des JBL Lautsprechers. Nachteil der ganzen Sache ist natürlich, es funktioniert nur mit dem Moto Z und dem Moto Z Play und mit kommenden Motorola Smartphones, die auch diese Moto Mod Schnittstelle haben sollen. Natürlich bin ich mit einem Bluetooth Lautsprecher deutlich flexibler. Und dazu kommen wir später nochmal ganz kurz. Die Leistung von dem Ding ist ganz ordentlich. Also wir haben, wie gesagt, eben zwei 30 Watt Lautsprecher Stereo. Und mit Hilfe dieses Standfußes kann man das Ding auch noch so auf dem Tisch aufstellen, dass der Klang ganz ordentlich ist. Für 100 Euro, was dieses Mod aktuell kostet, ist der Klang gut, aber nicht berauschend. Also sagen wir mal, wenn man 100 Euro für einen hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher bezahlt, wird man vermutlich mehr Lautstärke und wahrscheinlich sogar mehr Klangqualität bekommen. Praktisch und komfortabel ist es natürlich so, zumindest solange ich so ein Motorola-Smartphone mit Moto Mod mein eigen nenne, weil das stecke ich einfach in die Hosentasche und los geht's. Zugegebenermaßen wird das Moto Z damit aber auch zu einem 2 cm dicken Klopper und zu einem Stein. Ungefähr 150 Gramm wiegt nämlich allein der Lautsprecher. Grund für das hohe Gewicht ist nicht nur der Lautsprecher selbst, sondern auch der integrierte Akku. Mit dem integrierten Akku läuft der Lautsprecher 10 Stunden. Wenn der integrierte Akku leer ist, kann ich den Akku des Smartphones weiter benutzen, um weiterhin vollen Sound nutzen zu können. Das, was leider nicht funktioniert, ist, ich kann das Moto Mod mit dem JBL-Lautsprecher leider nicht als Powerbank benutzen. Ich kann also nicht den Akku des Smartphones mit dem Akku des Lautsprechers wieder aufladen. Schade. Und, was irgendwie ein bisschen komisch ist, die Ladebuchse. Die befindet sich hier innen. Ich kann also auch nicht das Moto Mod nachladen, während ich es benutze. Ich kann aber, während ich es benutze, das Smartphone nachladen und das Moto Mod seine Energie auch vom Smartphone bekommt, es also über das angesteckte Smartphone dauerhaft betreiben. Kaufen oder nicht kaufen? Eigentlich habe ich die Argumente gerade schon gebracht. 100 Euro ist natürlich nicht billig, aber guter Sound kostet nun mal auch Geld. Praktisch ist es allemal, weil es eben eine kompakte Einheit ist und wenn ich es mal nicht brauche, ziehe ich es ab und habe mein dünnes Smartphone wieder und das kann ich einfach zu Hause lassen. Ob ich mir jetzt für 100 Euro aber dieses Ding hier kaufe und damit was Praktisches zum Mitnehmen habe oder mir was Universelles kaufe, was ich auch mit einem iPhone oder mit dem Smartphone nutzen kann, was ich in 2 Jahren haben werde, das müsst ihr euch selber überlegen.